Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Diesmal machen wir den Adventure-Modus auf dem einfachen Schwierigkeitsgrad, weil ich noch nicht so viele Items habe. Ich habe keine Ahnung, was hier gut ist, vor allem, ich glaube, ich nehme Sol, weil Sol irgendwie bei mir ganz gut war wegen den Items. Soll. Ja, ich nehme Sol. Ich habe nämlich so ein paar Items, habe ich halt schon bekommen. Also ich möchte jetzt hier nicht so durchrushen. Ich hoffe, dass die hier nicht durchrushen wollen, weil ich möchte den Modus schon gerne komplett zeigen, was man hier so machen kann. Den habt ihr wahrscheinlich eh schon alle gesehen, weil das schon vor lange draußen ist. Aber ich würde den gerne mal selber ein bisschen testen für mich und selber mal ein bisschen zeigen, weil ich hoffe, wir kommen hier weit. Ich weiß nicht, wie weit wir hier kommen. Also mit meinen Kollegen bin ich immer bis zum Löwen gekommen am Ende und habe den auch besiegt, beim leichten Modus zumindest. Weil ja, ich habe auch kaum noch Items, also kaum Items. Ich meine, ich habe hier Gem, habe ich, Odysseus-Bogen. Ich habe diesen Ring hier. Lifesteal habe ich auch irgendwo, ne? Pythagorem habe ich. Das Ding habe ich und hier. Keibel kann ich auch noch holen. Nur für den Attack-Speed halt. Okay, die haben auch kaum Items. Gut, ich weiß nicht, wie weit wir kommen, aber wir gucken mal. Wir schauen mal, wie weit wir kommen wollen. Ja, klar. Wir sind careful. Wenn wir nicht gerade careful sein müssen. Weil am Anfang die Gegner noch ziemlich einfach sind. So, wir wollten das Camp hier machen. Weil ich möchte schon hier alles Gold mitnehmen, was geht. Komm, komm her. Nun. Schauen wir mal noch, was haben wir hier hinten. Da hinten sind wir noch Harpien. Ach, der wollte die abbluten oder was? Ja, haben wir das down? Ich weiß nicht, war da hinten noch irgendwas? Ich glaube nicht, ne? An der Stelle hier leckt das immer so. Ich weiß nicht, ob das nur bei mir ist, aber ich glaube nicht. An dieser Stelle hat man immer so einen ganz, ganz kurzen Lag-Spike. Oh. Jetzt werden wir hier gegankt von Harpien. Glaub's ja wohl, Alter. So weit kommt's noch. Also, ich gehe mal hier hinten hin. Sollte man auch alleine schaffen. Oh, die müssten mir gar nicht folgen eigentlich, aber. Ich meine, wir können jetzt hier links reingehen oder rechts um die Ecke. Na, ja, ich soll ich führen. Scheinbar laufen die mir nach, weiß ich nicht. Also von daher gerne. Oh, okay. Mit Ults brauchst du ja eigentlich gar nicht so. Braucht man hier gar nicht so wasten. Das ist eigentlich schon voll in Ordnung. So, nehmen wir mal die mit hier. Die Ult war sehr unnötig. That's too bad. Ja, das wird nicht so schwer hier. Die haben alle Mystic gemeldet, die Tanten hier, aber wir haben so viel Lifesteal, dass wir können das einfach hier zu töten hier. Auch diese Welle hier von Gegnern einfach easy peasy wegschnitzeln. Okay. Machen wir. Ja, bin dabei. Ja, das war gut. Dann haben wir alles getötet, was hier ist. Ich finde es gut, dass sie nicht durchrushen. Alles klar. Da kann man nämlich immer alles zeigen hier. Ja, guck mal hier. Komm, die will ich auch haben hier.
Ah, okay, der wird gecracken, der Typ. Er hat mich gehebowassert. Übrigens, diese Lag-Spikes, die hier in diesem Modus sind, das liegt nicht an meinem System, glaube ich. Das liegt echt an diesem Modus, weil ich habe es aber auch bei anderen schon mal gesehen, aber ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das... Ist aber auch wieder alle abgruppen, ja, ne? Wobei, hier ist eine Kiste. Ja, dann mal alle hier. Aber ich muss sagen, ich finde den Modus geil, das macht schon Fun. Ich finde es so ein bisschen schade, dass man gezwungen ist, das Dungeon Pack zu kaufen, wenn man so... wenn man den Hard Mode schaffen will. Weil man sonst diese Booster nicht aktivieren kann. Und man die wohl für den Hard Mode wohl brauchen, so brauchen, ja, braucht halt. So, erstmal hier, ne? Dann gucken wir die mal wieder ab hier. Machen wir die hier. Yep. Abgruppen finde ich immer eine gute Idee. Das kennt man ja aus anderen RPGs, ne? Immer schön die Gegner zusammenpullen und dann draufklatschen, was das Zeug hält. So, jetzt kommt gleich die Arena. So, hier ist die Arena. Okay. Ja, ich geh mal hier in das Tor hier. These immortals need to be taught a lesson. Da kommt der klar rein. So. Die haben noch nicht ganz so gute Items wie ich jetzt. Oh. Oh, das ist schlecht. Wir werden gleich geheilt, wieder komplett. So, kommt noch mehr. Das Ding ist, ich mache aber so viel Damage, also ich glaube, sollten wir eigentlich hinkriegen hier. Ich weiß nicht, ob wir den Löwen schaffen. Beziehungsweise ob wir überhaupt die Spinnencave schaffen, weil mit denen zusammen hier kann das eventuell schief gehen. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass wir das verkacken werden, aber mal gucken. Tada, was kriegen wir denn? Ich habe einen Golden Sash bekommen. Geil. Nur Scheiße bekommen. Bin auch weg. Die Kiste auch aufgemacht. So, noch eine Kiste ist da vorne, glaube ich, nicht. Nein, weil wir den Fetten hier. So, und jetzt kommt schon unser erster richtiger Bossgegner, wobei das eben auch schon so ein Bossraum war, aber jetzt werden wir nochmal geheilt hier. Zack, zack. So, dann wollen wir mal angreifen, wa? Sollten wir aber eigentlich hinbekommen. Ja, jetzt wird er gleich seine... Genau, jetzt wird er gleich seinen Rammenangriff machen. Ja. Aber ist egal, wir haben genug Heilung. Macht nichts, kein Ding, kein Ding, kein Ding, kein Ding. Oh, nice, dann haben wir es geschafft. Ich kann mich ja eh selber heilen, von daher, ich habe eine Scheiße bekommen. Bound Gauntlet, wow. Das war nicht so gut. Ich glaube, der Apostel hat irgendwas Gutes bekommen. Ja, geht so. Verbert Nasi. Auch nicht schlecht. Gut.
Ach ja, wir müssen zusammen pullen. So, der Riesenkappa hier. Overwhelming Turtle. Du sei doch, du tankst ein bisschen viel. Lass mich lieber tanken. Ich hab einen Heal im Kit, du nicht. Okay. Das wie ich Silence ein, meine ich. Ja, der hat mich gerade gesilenced. So, jetzt kommt diese Spinnenfalle. Wobei wir jetzt. Ja, okay. So. Das wären die Spinnenfalle gewesen. So, jetzt haben wir hier noch ein paar Lappis. Wie gesagt, ich hab Heal, wie gesagt, durch Pythagorem mit meiner 1. Hauptsache, mir geht das Mana nicht aus. Das wäre das Schlimmste, was passieren könnte. Deshalb bin ich ziemlich sparsam mit meinem Mana gerade, weil ich brauche nicht mein Mana definitiv für diese Spinnenhöhle. So. Werde jetzt noch nicht meine 3 einsetzen. Na, kommen die Spinnen? Kommen die Spinnen? Immer wenn, da kommen normalerweise so Spinnen und immer wenn man diese, wenn man sie erwartet, dann kommen sie nicht. Das finde ich immer ziemlich behindert. Ja. Dann machen wir mal hier eben die, das Viech hier weg. Das einzige Problem ist, dass der Poseidon kein Mana mehr hat. Der spammt ziemlich mit seinem Mana rum. Ja, das ist richtig schlecht. Waste dein Mana nicht so. Na, er hat auch gedacht, da kommen die Spinnen, aber nee. Group up. Ultimate is ready. Oh shit, jetzt haben wir fast unser Apache gedingt. Oh shit, Alter. Die haben gerade ordentlich Damage gemacht, das war ein bisschen dämlich. Aber ich habe Leben, ich habe Lifesteal. Jetzt haben wir nur ein Problem, wir sind alle halb tot, wir haben keinen Mana mehr, beziehungsweise der Poseidon, und wir müssen jetzt durch diese Spinnenhöhle durch und das wird... Ich schreib mal eben. Der Löwe ist echt nicht so. Der Löwe ist eh nicht so, ist echt nicht so schwer. Ich mag das immer nicht, dass dieses Ding sich immer so in eine andere Richtung bewegt, weißt du? Ich müsste mehr, viel mehr tanken. Ich müsste viel mehr tanken. Da ist die. Ah, okay. Ich muss tanken. Das Dumme ist, wenn ich Disapparate mache,
und dann in meine Immunform gehe, dann gehen die Gegner automatisch aufeinander. Wo kommen die denn jetzt von da? Jetzt kommt vielleicht wieder eine große Spinne, kommt nochmal ein Problem. Komm, geht auf mich, Alter. Ja, ist egal. Na komm, geht auf mich, komm. Ich versuche mal jetzt hier so ein bisschen den zu tanken, damit die nicht so viel Schaden nehmen, wie meine Kollegin ist. Vor allem, weil der Poseidon kein Mana mehr hat. Der Poseidon findet auch, dass ich gerade das bisschen hier durchcarry. Ja, ein bisschen mache ich das gerade schon. Ja, ich habe aber auch ganz gute Items bekommen, ehrlich gesagt. Das liegt nur in den Items. Ah, noch nicht over. Da kommt nochmal eine große Spinne, müssen noch kommen. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh fuck. Das war knapp. Ups. Nein, 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 nein. Oh fuck. Aber wir spawnen gleich wieder, keine Sorge. Jetzt haben wir zwar einen Malus, aber wir können das schaffen. Yep, das ist over. Der Abforschte wusste nicht, was er machen will. Das Ding ist, der Löwe ist eigentlich einfach, wenn alle wissen, was sie tun müssen, aber das Problem ist, der Abforscht bei uns wusste, glaube ich, nicht, wie der Löwe funktioniert. Einer muss den Löwen nämlich versuchen rumzubaiten und die anderen müssen halt diese Säulen kaputt machen. Ich hätte das eigentlich easy machen können, also den rumbaiten, das habe ich auch, geschafft eigentlich, aber... Ja, die haben nicht genug Schaden zu den Säulen gemacht. Das ist das Problem. Aber gut, das war, ja, das ist der Adventure-Modus. Ich muss sagen, ich finde die ziemlich geil und ich hoffe, Hyrus macht sowas noch öfter, weil ich das extrem gut finde. Und, ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.